Die Jahresrallye kommt, es geht jetzt nur noch nach oben. Ihr seht doch, wie DAX und Dow Jones hier eine massive Rallye schon begonnen haben seit ihren Tiefs. Also ist die Sache jetzt vom Tisch. Jetzt können wir wieder frisch durchatmen. Inflation ist kein Thema mehr, weil dann früher oder später eben jetzt schon das Ende der Zinsanhebungen absehbar ist. Das ist so ein bisschen der Konsens. Günstige Saisonalität, Buybacks, all das spricht ja auch scheinbar für diese Rallye. Es gibt andere Argumente wie Tax Loss Selling in den USA, da müssen viele und werden viele noch vor dem Jahresende ihre Verluste glattstellen aus steuerlichen Gründen, aber sei es drum, wir wollen uns mal die Lage anschauen, warum ich eher der Auffassung bin, dass wir jetzt die letzte Chance nochmal bekommen oder die Bullen die letzte Chance nochmal bekommen auszusteigen, bevor möglicherweise dann ein bisschen heftig was nach Süden kommt. Also wir sehen, wir haben eine ähnliche Situation wie 2018, damals ging es ja im Dezember dann auch jetzt relativ heftig, deftig nach unten. Die Weihnachtsrallye ist damals massiv ausgefallen. Damals hat die Fed die Zinsen angehoben und die Bilanzsumme weiter reduziert. Beides ist derzeit noch der Fall. Hier einige Fakten hier von Pur Saxena. Es gibt keinen Bärenmarkt, der endet, bevor die Rezession beginnt. Die Rezession ist eine Frage der Zeit. Kein Bärenmarkt endet, wenn die Fed noch weiter die Zinsen anhebt. Kein Bärenmarkt endet, bevor die Fed wirklich umsteuert und einen 0,5er Basisschritt statt eines 0,75er Basispunkteschritt ist eben noch kein Umsteuern, sondern weiter eine Zinsanhebung. Wir haben invertierte Zinskurven, wo man auch hinblickt. Wir sehen, dass normalerweise dann die Aktienmärkte sogar dann noch fallen, wenn die Fed aufhört, die Zinsen anzuheben, weil dann eben klar wird, dass die Wirtschaft sich schlecht entwickelt. Wir sehen, dass kein Bärenmarkt endet mit einem Price-Earnings-Ratio, also einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 und beim Nasdaq von 22, die 18 beim S&P 500. Also all das spricht nicht dafür, dass wir den Boden gesehen haben, dass jetzt alles gut wird, dass jetzt im Grunde, dass alles überstanden ist. Wir haben jetzt die Situation, dass Aktien handeln, als wäre die Inflation schon weg. Sie lässt nach, sie hat ihren Peak erreicht, aber sie wird uns eben noch begleiten und die Fed wird darauf reagieren. Wir sehen Gold jetzt ansteigend, als wäre die Inflation bei 20%. VIX handelt, als würde nichts passieren. Kryptos in einer Situation wie irgendwie Finanzkrise 2008, kann man sagen. 2 Billionen Dollar sind da verloren worden. Gleichwohl sind 80% aller Tech-Aktien nach wie vor in einer Bärenmarkt-Situation. Wir sehen im Tech-Bereich die größten Entlassungen seit 2001. Wir sehen den am schnellsten fallenden oder sich abkühlenden US-Immobilienmarkt seit 2011, das gilt ja auch für Deutschland, gilt auch für China, gilt für überall und wir haben so schwache Zahlen, was die Earnings betrifft, wie seit dem dritten Quartal 2020 nicht mehr, aber jetzt wird verstärkt long gegangen im Optionsbereich und ich hatte gestern gezeigt, dass wir wahnsinnige Volumina haben und das schon vor dem kleinen Verfall. Hier sehen wir jetzt in den letzten Tagen das Call-Volumen massiv nach oben gegangen. Das kann auch einer der Gründe für die Rallye gewesen sein, dass die Market-Maker sich hedgen müssen. Wenn ich als Kunde praktisch ja von einem Market-Maker eine Option erwerbe, dann ist das eine Wette, die ich gegen den Market-Maker, gegen den Kurssteller, gegen denjenigen, der mir die Option hier verkauft, ob als Call oder ob als Put, egal, gehe ich gegen den eine Wette ein. Und wenn jetzt die meisten Kunden Calls haben, also auf steigende Kurse spekulieren, dann muss der Market-Maker sich absichern, weil wenn die Mehrheit der Kunden Calls hat und gewöhne, dann würde der Market Maker Verlust machen. Was macht er? Er hedgt sich ab, indem er selber etwa den Index kauft, damit sich absichert. Das dürfte passiert sein und könnte und dürfte dann eben nach dem kleinen Verfall am Freitag dann praktisch rückabgewickelt werden, sodass die Market Maker, die vorher als Käufer aufgetreten sind, dann zu Verkäufern werden. Hier sehen wir im Chartbild nochmal Nasdaq 60 Minuten, RSI schon sehr, sehr weit oben, kann aber jetzt noch eine letzte Bewegung nach oben gehen, Ausbildung einer
negativen Divergenz. Und sogar einer meiner allerbesten Freunde, und das ist Marco Kolanovic von JP Morgan, der Dauerbulle, der von 4.800 Punkten bis 3.500 Punkten immer bullisch war. Bei 3.500 wurde er dann negativer. Sei es drum, der sagt jetzt, wir reduzieren unsere Aktienquote. Und schauen Sie mal etwa in die Mitte hier. Trimming equity overweight given elevated recession risk and the strong market rally last week. Also der sagt, Rally ist passiert. Wir stehen vor einer Rezession. Jetzt sagt er, wir gehen auch aus dem Dollar raus. Versuchen overweight commodities zu bleiben, also die Rohstoffe nach wie vor überwiegend long zu bleiben. Also der Kolanovic wird jetzt skeptischer und normalerweise ein guter Kontraindikator. Ich glaube, diesmal hat er wahrscheinlich einen Punkt. Am Sonntag, am Wochenende, hat Jeff Bezos, der Chef von Amazon, sich geäußert über die US-Wirtschaft und er hat gesagt, die US-Wirtschaft sieht nicht gut aus. Die Dinge kühlen sich ab. We're seeing layoffs in many, many sectors of the economy. Und wir werden sehr bald in einer Rezession sein. Und er empfiehlt den Haushalten, jetzt nicht zu kaufen, keine neuen Fernsehgeräte, also so die Anschaffung langlebiger Wirtschaftsgüter wie Kühlschränke, Autos und so weiter, denn das Risiko sei groß, dass die ökonomischen Bedingungen sich verschlechtern würden. Nehmen Sie jedes Risiko vom Tisch, das Sie können, so empfiehlt der Jeff Bezos. Und das sagt einer, der Amazon-Chef ist und da natürlich sehr guten Einblick hat in die Wirtschaft. Hope for the best, but prepare for the worst. Hoffe für das Beste, aber bereite dich darauf vor, dass das Schlimmste kommt. Also eine dezidierte Warnung vor einem saftigen Abschwung der Wirtschaft. Hier kommen wir nochmal zu den Indizes. Oben sehen Sie den S&P 500 60 Minuten Chart. Möglicherweise jetzt diese 10 nochmal letzte schöne Welle nach oben. Vielleicht nochmal über das gestrige Tageshoch. Tageshoch gestern war ein Fibo Retracement 61,8 bei 4007 Punkten beim S&P 500. Jetzt könnten wir final nochmal nach oben gehen, aber dann wird die Luft extrem dünn. Wir sehen negative Divergenzen. Wo es überhaupt nur Divergenzen gibt, also egal wo man hinschaut, Market Breath, Market Timer, Oscillator sehen wir ganz, ganz weit oben. Wir sehen nach wie vor S&P 500 mit einer negativen Divergenz. Vor allem unten eben Growth to Value hat sich zwar erholt, aber eben nur ein bisschen. Normalerweise muss das genau andersrum sein. Wenn eine Rallye nachhaltig ist, dann muss Growth richtig gut laufen. Besser als Value, das ist nicht der Fall. Value läuft viel besser. Hier sehen wir den Dow Jones Daily auch oben im RSI mit einer negativen Divergenz maßlos überkauft. Das gilt auch und vor allem für unseren lieben DAX, der von 11.800 Punkten mal eben auf 14.000 400 Punkte gestiegen ist. Ja, das ist einmal eine Strecke, Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, falls Sie es jetzt nicht erkannt haben. Also das ist eine maßlose Überkauftheit, die wir jetzt hier sehen mit RSI-Werten über 80. Der DAX hat manchmal die Eigenschaft, dann, wenn die Party eigentlich schon vorbei ist, nochmal richtig Party zu machen, um dann überrascht festzustellen, dass die anderen Gäste schon gegangen sind und sich dann umzudrehen und zu sagen, wo sind denn die alle hin? Das wäre diesmal auch ein ziemlich gutes Zeichen, dass diese deftige Rallye beim DAX so das letzte Zeichen ist dafür, dass dann nach was unten kommt. Wenn wir uns jetzt mal dem gestrigen Tag zuwenden, sind wir dann am Handelsende nochmal nach unten. Wir hatten ja zunächst eine schwächere Öffnung gestern, wegen hawkischen Kommentaren von Waller, dem Spezi von Jerome Powell. Dann Lyle Brainard gestern um 17:30, die hat gesagt, ja, wir müssen ja beidseitige Risiken mal beachten, auch diese Zinsanhebungsrisiken, die jetzt da sind, da müssen wir drauf schauen. Und jetzt kleinere Schritte, also die ist im dovischen Camp. Dennoch, es hat nicht gereicht, Nasdaq etwa 1% im Minus, S&P 0,9, Dow Jones etwas weniger. Wichtig heute die US-Erzeugerpreise, da wird erwartet 8,3%. Wenn wir uns mal anschauen, das kommt jetzt relativ kontinuierlich runter. Im Juli waren wir noch bei 11,3, dann 9,8, dann 8,5, 8,7. Das dürfte auch diesmal eher nicht auf der Oberseite überraschen, denn die Erzeugerpreise, die sind ja hier jetzt aus dem Oktober. Die sind also relativ spät gemeldet immer. Die dürften die Trends letztendlich auch der Verbraucherpreise widerspiegeln. Und die Verbraucherpreise waren ja niedriger.
im letzten Monat, wie wir wissen. Einer der Punkte, warum es krachen kann, ist, dass wir hier ein massives Problem im Kryptobereich sehen. Hier mal ein Hedgefonds namens Ikigai, der jetzt offenkundig über die Wupper geht. Ich habe die Majority of Hedgefonds Total Assets on FTX gehabt, also an dieser Kryptobörse, die platt gegangen ist. Das war mein Fehler hier. Entschuldigt er sich und sagt, es tut mir leid. So viele Soziopathen sind da unterwegs im Kryptobereich und ich glaube, dass mit FTX wir nur die Spitze des Eisbergs dessen gesehen haben, was an Kollateralschäden da noch möglich ist. Hier haben wir zum Beispiel jetzt die Situation, dass FTX seinen eigenen Token gekauft hat, bevor er sozusagen offiziell gelistet war. Das nennt man Frontrunning, also praktisch man kauft etwas, bevor es für andere überhaupt möglich ist. Und andere springen dann drauf, sodass der Preis steigt. Aber wie Peter Schiff auch richtig sagt, das ist vielleicht nicht der Anfang oder ist nicht vielleicht ein Kryptowinter, sondern es ist möglicherweise das Ende von sehr, sehr vielen Kryptobereichen, jetzt wahrscheinlich nicht von Bitcoin und Ethereum, aber von diesen ganzen Tokens, da gibt es ja Millionen, auch das ist ja im Grunde Inflation, das ist die schwächste Glied in der Kette. Da sind Hebelungen passiert in Zeiten des Nullzinses des ultralaxen Geldes, ist da einiges passiert und es ist schon erstaunlich, dass Binance ja jetzt so einen Rettungsfonds hier einrichten will, der zentral gesteuert ist, das heißt die Kryptoszene, die kehrt zurück letztendlich zum Zentralbankensystem, das ist eigentlich der Treppenwitz des Jahres, wenn man mal genauer hinschaut. Und wenn wir uns jetzt mal diese ganzen Dinge anschauen, dann könnte jetzt im Grunde Krypto das sein, was damals bei Dotcom eben Dotcom war. Viel Trash, wenig was übrig bleibt, Bitcoin wahrscheinlich, aber viel Trash, der untergeht, dadurch massive Schmerzen. Wir haben hier auch die Situation, dass damals Tech zuerst runtergegangen ist, der S&P 500 sich noch gehalten hat, Energie weiter gestiegen ist sogar, Ölpreis damals $150 nochmal gestiegen, aber dann auch die Zykliker, Energie etc. dann später massiv gefallen sind. Ich habe mal einen Chartvergleich hier gezeigt, was damals ist, passiert ist, damals Dotcom-Blase, da eben auch noch Energie, dann nochmal auf neue Hochs gestiegen und die ganzen Zykliker dann später gefallen. Wir haben negative Yield Curves. Damals 2001 ist dann die USA in eine Rezession gegangen und dann sind eben solche Werte wie Energie und Zykliker auch gefallen. Und die 2023er Rezession, die scheint auch kaum vermeidbar. Wir sehen, dass der Schmerz groß ist, wahrscheinlich auch durch Krypto, aber alleine schon müssen wir uns vorstellen, durch den Fall der Aktienmärkte, vor allem der Anleihenmärkte, hat es im Grunde keine Möglichkeit gegeben, irgendwo einen sicheren Platz zu finden. Kryptos waren es auch nicht. Jetzt sehen wir, dass Hedgefonds sogar die Märkte deutlich unterperformen. Und das ist insofern schmerzhaft, als ja da heftige Gebühren anfallen. Also die sind deutlich schlechter als etwa der S&P 500. Und viele müssen jetzt schließen, wie Like Millennium, hier ein Hedgefund. Also viele, die richtig jetzt auf die Mütze bekommen haben, da werden viele, viele Schmerzen irgendwo sein. Und das ist ein Ketteneffekt, der vielleicht vergleichbar ist mit dem Platzen der Dotcom-Blase. Wir sehen bisher nur die Spitze des Eisbergs. Und viel gesehen haben wir schon von Donald, der wohl heute seine Präsidentschaftskandidatur verkünden wird. Da gibt es jetzt auch einen Token dazu. Welcome back, Trump. Großartig. Den muss man wahrscheinlich unbedingt kaufen, bevor er wertlos wird. Nicht warm, meine Damen und Herren, aber Donald Trump wird also jetzt einen nächsten Versuch wagen. Ich glaube, er wird genauso scheitern wie Elon Musk, der sich ja als Freunde der freien Rede generiert. Oder geriert muss es heißen, nicht generiert, gell? Und der aber mal dann eben einen Twitter-Angestellten, der einen kritischen Ansatzpunkt an die Vorgehensweise bei Twitter hat, dann eben mal rausschmeißt, hieß feiert. Der wird also über Twitter mal eben gefeuert. Das zeigt, dass hier manches schiefläuft. Ich glaube, dass Musk sich hier maßlos übernommen hat. Er und Cathie Wood dürften einer der ersten neben diesem Kryptobereich sein, die massiv in Schwierigkeiten kommen. Wir sehen China, schwache Zahlen, Retail Sales schwächer als erwartet, also Einzelhandelsumsätze, Industrial Output auch, die Bauinvestitionen.
Wir sehen, dass wahrscheinlich JD und Alibaba schwache Zahlen vom Singles Day präsentieren werden. Kein Wunder, wenn eben diese Lockdowns sind, wo soll der Konsument dann kaufen? Oder da ist natürlich die Stimmung dann extrem schlecht. Guangzhou jetzt mit Widerstand gegen die Lockdown-Maßnahmen. Gestern hatte China ja beschlossen, im Grunde, dass kleine Firmen erstmal keine Löhne zahlen müssen. Also nicht bestraft werden, wenn sie da verspätet sind. Und man sieht also jetzt langsam auch seitens der Führung, wie ernst die Lage ist. In China weitere Anstiege der Corona-Zahlen. Gleichzeitig hat die People's Bank of China Cash ins System gebracht, um den Bondverfall vor allem, die Anleihen dort sehr stark unter Druck zu stoppen. Kommen wir nach Deutschland, dann sehen wir, es gibt jetzt Vorsorgemaßnahmen, um Menschen mit Bargeld zu versorgen bei einem Blackout, also bei einem kompletten Stromausfall, den es ja überhaupt nicht gibt, meine Damen und Herren, weil wir haben ja kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem, aber kein Stromproblem, deswegen haben wir keinen Blackout, deswegen müssen wir uns nicht vorbereiten auf diesen Blackout und tut auch die Bundesregierung nicht, sie bereitet nur mit der Bundesbank und anderen Institutionen eben genau das vor, finde ich sehr, sehr witzig, sehr sprechend, dass man also schon sehr realistisch einkalkuliert, dass das passieren könnte. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Hinweise zu Artikeln. Warren Buffett hat gekauft eine Halbleiteraktie. Welche das ist, würde ich Ihnen in diesem Artikel mal empfehlen, denn der Warren, der sieht gut aus, also nicht nur für sein Alter, sondern auch seine Performance ist wirklich gut. Dann der DAX bastelt der Leitindex an einer Umkehrformation, es sieht ganz so aus. Und dann abschließend noch, meine Damen und Herren, ich packe Ihnen wieder den Link rein, Mittwoch 18 Uhr, ein Blick hinter die Kulissen meiner YouTube-Küche, wie entstehen Videos, Blick, Markeflüster. Wir sprechen über Märkte, wir sprechen über Trading, wir sprechen über Investieren, seien Sie dabei, den Link packe ich Ihnen rein. Anklicken, diesen Link in den Browser legen und 18 Uhr dabei sein. Wenn Sie es Mittwoch 18 nicht schaffen, Mittwoch 18 Uhr, dann halt mal anders. Solange Sie den Link haben, geht das. Also zwei Artikelempfehlungen plus Webinar Mittwoch 18 Uhr. Jetzt sage ich Servus, ciao.